Was für ein Scheiß ist hier los? Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Da ist noch was. Eifriger Lerner. Ein Abzeichen eines Militärordens. Trinity. Trinity Orden erkennt man sehr einfach. Noch ein sowjetisches Schild. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Etwas makaber. Jetzt habe ich wieder genügend Holz, das ist doch schon mal schön. Und auch genügend Pfeile. Gut. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Sehen wir! Da drüben kommt er raus! Achtung! Ah! Wow! Hallo! Ich wusste nicht, dass wir laufen müssen. Springen! Wir haben sie hinter den Schienen! Lass sie nicht entkommen! Nein! Ich Idiot! Ich habe Leertaste gedrückt. Wo schwimm ich hin? Da! Ah, super! Mist! Ich hab's nicht geschafft. So, da kann ich nicht entlang. Da. Natürlich komme ich gut. Ja, ich werde da wohl noch ein paar Mal drauf gehen, bis ich merke, wo ich rauskomme. Boah, was ich für ein Idiot bin. Ich habe einfach übersprungen gedrückt. Laufen!
Mann, oh, das ist scheiße gewesen. Ach, komm hoch mit dir. Dad, ist alles in Ordnung? Dad? Ganz langsam. Okay, Jacob hat es hilft. Überlebt. Das ist schon mal etwas. Sie hätten mich in den Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht? Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück.
Okay. Aha. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Hier gibt's Würstchen. Oh. Oh, ich habe jetzt so richtig Bock auf Mettwurst oder sowas. So. Ah, egal. Wieder allein. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Nerven auf Stahl. Gut. Gut. Nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Natürlich. Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Haben wir noch den Dietrich? Damit bekommt man Giftpfeile, okay. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Gut. Habe ich verstanden. Optional. Wo ist denn das Optionale hier? Ah, da. Wir laufen genau... Muss da entlang. Ah, hier muss die Wolfshöhle sein. Na? Genau. Nehme ich das Sturmgewehr lieber. Glaube ich, sinnvoller. Für Wölfe. Ein bisschen giftige Pfeile. Da haben wir ein bisschen von den Erz. Perfekt.
Aua! Hey! Boah!